Ja, ich bin mal mit meinem Radl hier in die Haider Innenstadt gefahren, um ein bisschen über das Thema, was man hier beobachtet, mit den Leerständen zu reden. Was man hier in der Haider Innenstadt zum Beispiel sehr gut beobachtet, ist der sogenannte Trading Down Effekt. Beim Trading Down Effekt handelt es sich um einen typischen Entwicklungstrend in vielen Stadtteilszentren, aber auch Innenstädten, bei denen es halt zu immer mehr Leerständen kommt und dadurch auch die Kundschaft und Kaufkraft sinkt und das einst belebte Zentrum an Bedeutung verliert. Das hat meistens eben damit zu tun, dass in den Außenbezirken auf der grünen Wiese große Geschäfte entstehen, wodurch die Geschäfte aus der Innenstadt wegziehen und es entstehen Leerstände. Und je mehr Leerstände es gibt, umso unbeliebter wird letztlich auch dieses Stadtteilzentrum. Hinzu kommt, dass in vielen Städten immer mehr größere Einkaufszentren gebaut werden, ja, wodurch dann die Geschäfte in diese Einkaufszentren ziehen und quasi die Innenstädte verlassen. Das, was dann am Ende noch übrig bleibt, und das ist eben auch typisch für den Trading Down Effekt, sind eben verschiedene Läden wie Wettbüros oder 1-Euro-Läden. Dadurch sinkt aber die Attraktivität dieses Zentrums noch mehr, was wiederum dazu führt, dass auch die letzten verbliebenen normalen Geschäfte in Anführungszeichen quasi dieses Stadtteilzentrum verlassen und woanders hingehen. Und so entsteht quasi eine Teufelsspirale, der man nur mit guter Stadtplanung und Raumplanung entgegenwirken kann. Indem man sich zum Beispiel überlegt, wie kann man die Stadt attraktiver gestalten? Wie kann man dafür sorgen, dass die Kundschaft in die Stadt kommt? Da gibt es jetzt verschiedene Lösungsansätze und Maßnahmen. Das Beste ist, wenn eine Stadt ein sogenanntes Einzelhandelskonzept entwickelt. Das heißt, dass sie genau überlegt, welche Geschäfte wollen wir in der Stadt und wo wollen wir die Geschäfte haben. Und dabei sollte es immer darum gehen, dass in der Peripherie außerhalb der Stadt nur die Geschäfte liegen, die in der Innenstadt nicht umsetzbar sind, wie zum Beispiel große Möbelzentren oder Fachgeschäfte. Während man in der Innenstadt versuchen sollte, ja, Geschäfte eher zu erhalten, wie Apotheken oder Bioläden oder eben auch klassische Einkaufsgeschäfte. Eine andere Maßnahme ist das sogenannte Konzept der sozialen Stadt. Das ist sogar im BauGB festgeschrieben, wie man das anwenden kann und wie es angewendet werden soll. Und dazu habe ich vor einiger Zeit mal ein eigenes Video gemacht. Das werde ich hier zum Ende verlinken. Tja, und jetzt wisst ihr, was der Trading Down Effekt ist. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch demnächst mal wieder hier in der schönen Haider Innenstadt.